Zur Evaluierung von Machine Learning-Verfahren brauchen wir irgendeine Art von Maß, das uns dabei hilft, zu erkennen, ob eine Hypothese, die wir aufgestellt haben, für einen gewissen Datensatz auch wirklich die Klassen, die wir erwarten, zu einem hinreichenden Maß vorhersagt, sodass wir das System dann auch in der Praxis einsetzen können. Die Entscheidung darüber, ob etwas in der Praxis eingesetzt werden soll oder nicht, die obliegt uns. Das wird uns auch kein Maß sagen. Wir halten von einem Maß selbstverständlich nur eine Zahl und anhand der Zahl müssen wir dann unser Urteil fällen. Noch ein Klassifikationsproblem, aber eins, das ein Machine Learning nicht abnehmen kann. Ne? So. Wie ich schon mal gesagt habe, also, einfach nochmal vom Start. Der Anfang allen Messens zur Evaluierung nimmt üblicherweise seinen Anfang, also ich fange mal von vorne an. Der Anfang allen Evaluierungs ist üblicherweise das Zählen. Das Zählen von Fehlern. Wir dürfen erwarten, dass ein maschinelles Lernverfahren Fehler macht. Wenn es das nicht tun würde, dann bräuchten wir auch keine Evaluierung. Aber die maschinellen Lernverfahren machen Fehler. Und alles, was wir tun müssen, um herauszufinden, ob es gut oder schlecht ist, ist einfach herauszufinden, wie viele Fehler sie machen. Und das kann man sehr einfach bewerkstelligen. Auf Basis der gesehenen Formalisierung starten wir mit unserer Objektmenge O und dem Feature-Raum, den wir definiert haben, der Modellbildungsfunktion Alpha, die Objekte in den Feature-Raum abbildet, der Menge von Klassen C, die wir vorhersagen wollen, für die Objekte und die Vorhersage soll aber geschehen auf Basis einer Modellfunktion, die die Repräsentation der Objekte im Feature-Raum nimmt und die Klassen vorhersagt. Wir haben eine Menge, beziehungsweise wir wissen, es existiert eine Abbildung der Objekte auf die Klassen, die ist hier durch Gamma gegeben und Y, die Modellfunktion, soll Gamma den menschlichen Experten möglichst gut widerspiegeln. Wir definieren jetzt eine Menge x und diese Menge x ist einfach die Menge aller Repräsentationen von den Objekten, die gemäß der Modellbildungsfunktion gebildet wurden. Es handelt sich um eine Multimenge. Das wird gleich noch wichtig, dass es eine Multimenge ist, aber wir haben das ja auch schon an verschiedenen Stellen betont. Zu jedem dieser Beispiele kennen wir die Klasse, die gemäß Gamma berechnet wird. Das setzen wir jetzt einfach mal für diese Definition voraus. Und dann definieren wir den wahren Fehler oder hier the true misclassification rate, den wahren Anteil der Missklassifikation als die Anzahl der Fälle, bei denen die Klassifikation schiefgegangen ist, für die Menge aller Repräsentationen gemäß der Modellfunktion. Das wird hier verglichen. Geteilt durch die Menge, die Größe der gesamten Menge. Das heißt die Größe von O, beziehungsweise in dem Fall die Größe von X. Was ein und dasselbe ist, wie man hier auch sieht, das kann man äquivalent auch in der realen Welt formulieren. Wir könnten auch den menschlichen Experten evaluieren auf diese Weise. Das wäre kein Problem. Das ist also der wahre Fehler, den unsere Modellfunktion macht. Natürlich ergeben sich hier praktische Probleme. Wir können diesen wahren Fehler in der Praxis nicht bestimmen. Das eines der Probleme ist, dass wir Gamma nicht kennen. Wir haben keinen Zugriff auf das, was im menschlichen Kopf gespeichert ist. Und üblicherweise ist die Objektmenge, die wir zu klassifizieren haben, viel zu groß, als dass wir alle Objekte einem Menschen zuführen könnten und fragen könnten, zu welcher Klasse sie gehören. Es gibt noch weitere Probleme, die dadurch entstehen können, aber das ist zumindest eines der Hauptprobleme. Wenn wir Gamma schon hätten, dann bräuchten wir auch keine Modellfunktion mehr. Wir könnten einfach eine Hash-Tabelle bauen. Die Lösung
die sich für uns, der Lösungsvorschlag ist, okay, wir versuchen nicht den wahren Fehler zu bestimmen für unsere Modellfunktion, sondern wir versuchen diesen Fehler zu schätzen. Und für diese Schätzung ziehen wir die Dokumente D heran, die wir mithin auch zum Trainieren der Modellfunktion herangezogen haben. Das sind die Beispieldokumente D, für die wir den menschlichen Experten befragt haben, nach den Klassen zu jedem Objekt, aber die Beispielmenge D ist gegebenenfalls bedeutend kleiner als die Menge O. Um das zu bewerkstelligen, brauchen wir aber, also um einen Schätzer zu definieren, brauchen wir eine andere, besser geeignete Interpretation des wahren Fehlers für eine Modellfunktion. Und diese Interpretation, die ist probabilistisch. Schätzen ist ist etwas, was aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung kommt, beziehungsweise aus der Statistik. Und wir brauchen dafür eine probabilistische Definition dieses Schätzobjektes, das wir erreichen wollen. Die folgt jetzt. Diese Definition ist einfach äquivalent zu der vorigen Definition. Sie verwendet aber leicht andere Symbole und die Symbole haben eine andere Semantik. Sie kommen halt aus der Wahrscheinlichkeitstheorie. Die ersten drei, die Sie jetzt hier sehen bei der probabilistischen Definition des wahren Fehlers, sind der Feature-Raum, der Feature-Raum X, die Menge an Klassen C und die Modellfunktion, die alle genauso sind wie vorher. Was sich geändert hat, ist, dass wir jetzt den Ergebnisraum spezifizieren, der üblicherweise mit Omega bezeichnet wird. Omega tritt an die Stelle von O. Omega enthält alle realen Objekte. Wir machen das deshalb so formal, damit klar wird, dass es sich hier auch tatsächlich um ein gültiges Wahrscheinlichkeits, einen gültigen Wahrscheinlichkeitsraum handelt, den wir hier konstruieren. Auf dieser Ergebnismenge definieren wir ein Wahrscheinlichkeitsmaß P. Üblicherweise ist das definiert auf der Potenzmenge von Omega, das heißt auf allen Teilmengen von Omega, inklusive Omega selbst und der leeren Menge. Dann, und damit haben wir noch nicht alle Objekte, die wir vorher in der Formalisierung hatten, wiederhergestellt, brauchen wir noch zwei Zufallsvariablen. Nämlich genau die Zufallsvariablen, die uns dabei helfen, tatsächlich eine Schätzung durchzuführen, eine Wahrscheinlichkeitsaussage zu machen in diesem Wahrscheinlichkeitsraum. Diese Zufallsvariablen sind x und c. Wir verwenden nicht ohne Grund die Buchstaben noch einmal, diesmal in leicht anderem Fontsatz wieder, damit die Wiedererkennbarkeit gegeben ist. Entschuldigen uns für die mögliche Verwirrung, die daraus entstehen kann. Sie müssen sehr genau hingucken, um welches x es sich handelt und gegebenenfalls nochmal in die Notationsfolien reinschauen, wo die x alle aufgeführt sind. Ich glaube, es war jetzt auch hier auf der Bemerkungsfolie vorher auch nochmal gegeben. Die Zufallsvariable x bildet Omega und damit die Objekte O auf den Feature-Raum x ab. Sie tritt damit an die Stelle der Modellbildungsfunktion. Aber es ist weiterhin eine Zufallsvariable. Wir können Wahrscheinlichkeitsaussagen mithilfe dieser Zufallsvariable tätigen, indem wir Ereignisse spezifizieren. Dasselbe bei C, hier wird Omega auf die Klassen abgebildet und das entspricht dann letztendlich Gamma. Jetzt schauen wir uns eine spezifische Wahrscheinlichkeit an, nämlich die gemeinsame Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir X und C als Ereignisse erhalten oder aus der Zufallsvariable heraus erhalten. Im Endeffekt, wenn man es ausführlich mit dem Wahrscheinlichkeitsmaß aufschreibt, dann steht dort P von X gleich C, ist das Ereignis dafür, dass das Ereignis eintritt, dass X gezogen wird, zum Beispiel, wenn man sich das UN-Modell vorstellt, und dass die Klasse C gezogen wird. Gleichzeitig. Also das Komma hier steht für ein und. Es sind verschiedene Möglichkeiten, das aufzuschreiben. Das ist auch unten auf den Folien nochmal detailliert. Hier verwenden wir einfach diese von den verschiedenen Standardnotationen. Das kleine p ist nicht nur eine Kurzschreibweise für dieses Ereignis, es hat auch eine eigene Bedeutung. Das kleine p ist die
Wahrscheinlichkeitsmassefunktion und das große P ist das Wahrscheinlichkeitsmaß. Das sind zwei verschiedene Dinge für diejenigen von Ihnen, die sich schon ein bisschen besser mit Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie auskennen, dürfte das nichts Neues sein, aber ich kann verstehen, wenn Sie das alles noch nicht so tief durchdrungen haben in Ihrer Zeit hier, machen Sie sich keine Sorgen. Das wird auch hier nicht unbedingt nötig sein. Wenn Sie es aber mal durchdringen wollen, dann werden Sie hier, auch insbesondere in Bezug auf Machine Learning, werden Sie hier die Referenz finden, die Sie heranziehen können, um das Ganze nochmal nachzuvollziehen. Also dieses kleine P von xc, das ist also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir sowohl x als auch c ziehen. Und beziehungsweise genauer gesagt, wir ziehen x und dass dieses Objekt die Klasse c hat. Aber das kann man auch unabhängig davon machen, weil wir letztendlich jetzt in der Definition des wahren Fehlers, in der Neudefinition des wahren Fehlers und der äquivalenten Definition des wahren Fehlers hier, einfach die Summe über alle gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten. Aus allen Paarungen von x und c. Das heißt, wenn man jetzt, denken Sie sich den i-Teil weg, wenn man den wegnimmt, dann würde 1 rauskommen. Es handelt sich auch um ein Wahrscheinlichkeitsmaß. Demzufolge muss dort 1 rauskommen in dieser Summe. Aber wir schauen uns nicht alle gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten an, summieren nicht alle, sondern wir multiplizieren das mit der sogenannten Indikatorfunktion, die direkt rechts daneben definiert ist. Und diese Indikatorfunktion zeigt an, ob die Modellfunktion y, die einfach gegeben ist an dieser Stelle, beziehungsweise die Eingabe ist hier, die richtige Klasse vorhersagt. Das heißt, diese Indikatorfunktion i ungleich gibt 0 zurück, wenn die Klasse gleich ist. Das heißt, dann fließt die Wahrscheinlichkeit nicht in die Summe mit ein. Wir haben ja keinen Fehler gemacht. Also gibt 1 zurück, wenn die Klasse gleich ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit fließt ein. Wir erhalten eine Zahl kleiner 1 aus den beiden Summen, aus der Gesamtsumme. Und das ist dann letztendlich die Wahrscheinlichkeit oder der Fehler, der wahre Fehler, den man probabilistisch messen kann. Die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler, könnte man auch sagen. So, das ist im Prinzip jetzt die Basis, auf der wir weiterarbeiten wollen. Wir können auch diese Wahrscheinlichkeit nicht messen. Wir haben ja im Endeffekt Gamma nicht und demzufolge auch C nicht, also die Zufallsvariable C. Aber wie schon gesagt, wir nehmen eine Abkürzung und versuchen das Ganze über eine Beispieldatenmenge D zu lösen. Einfach nochmal zur Illustration auch von ein paar Problemen, die entstehen können. Hier die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung von den Zufallsvariablen x und c. Wir sehen am Rand hier die Verteilung, die relative Verteilung der Häufigkeiten von Objekten, die diese Repräsentation haben. Und die relativen Häufigkeiten von Objekten, die diese Klasse haben. Auch das in Summe 1. Man nennt das Randverteilung. Jeweils 1. Entschuldigung. Aber auch wenn Sie hier die Wahrscheinlichkeiten, die jetzt hier als Farben, als verschiedene schattierte Farben angedeutet sind, summieren würden, sollte das auch 1 ergeben, weil es sonst kein Wahrscheinlichkeitsmaß ist. Dieses Carré hier, diese gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung, die hier illustriert ist, die sieht sehr sauber aus irgendwie, weil Sie können jede Paarung herausgreifen hier, feststellen, okay, es gibt für jedes Objekt hier genau eine Klasse, die eine Wahrscheinlichkeit hat, die von 0 verschieden ist. Weiß ist die Wahrscheinlichkeit 0. Und das bedeutet, wir haben eine klare Zuordnung, eine 1:1 Zuordnung. In der Praxis sieht die Welt nicht so sauber aus. In der Praxis haben wir Rauschen. Rauschen bedeutet, dass die menschlichen Experten, die uns die Klassenzuordnung machen, nicht notwendigerweise immer fehlerfrei arbeiten oder unterschiedlicher Meinung sind. Und es mag noch eine ganze Reihe weiterer Gründe geben, warum wir uns bei der Zuordnung eines Objektes
Objektes zu einer Klasse nicht sicher sein können. Ein weiteres Problem, das entstehen kann, nur um das auch anzureißen, ist, wie eben gesagt, dass die Menge x, die wir vorher definiert haben, eine Multimenge ist. Das heißt, wenn wir das Modell nicht sehr feingranular oder nicht feingranular genug aufstellen für unser Lernproblem, dann kann es sein, dass verschiedene Objekte der realen Welt, die in der realen Welt auch tatsächlich verschieden sind, aber vielleicht sehr ähnlich zueinander sind, auf dieselbe Repräsentation abgebildet werden. Aber wenn diese Objekte zwar ähnlich, aber verschieden sind und zu unterschiedlichen Klassen gehören, dann ergibt sich automatisch eine Situation, dass das eine Objekt zu dieser Klasse gehört und das andere Objekt vielleicht zu dieser Klasse. Und je nachdem, vielleicht gibt es noch viel mehr ähnliche Objekte, die sich alle um diese Klassengrenze in der realen Welt gruppieren. Das kann man nicht verhindern. Also sie werden mit Rauschen leben müssen. Die Realität sieht eher so aus. Man kann versuchen, eine ganze Menge dagegen zu tun. Sie können, wie gesagt, das Modell besser machen. Sie können mehr Experten fragen. Sie können bessere Experten fragen oder. Aber so ganz weg werden sie es nie kriegen. All das hier nochmal aufgeschrieben. Wir können jetzt einen Klassifizierer definieren, der in dieser Situation trotzdem noch ein optimales Ergebnis liefert. Das optimale Ergebnis wird vom Base-Klassifizierer geliefert und der Base-Klassifizierer trifft eine einfache Entscheidung. Für jedes Objekt, für jede Objektrepräsentation wird die wahrscheinlichste Klasse zurückgegeben. Hier für x1 wird c2 zurückgegeben, für x2 ck und so weiter. Und auf diese Weise landen wir wieder bei dem Karree von vorher, was sauberer war, aber naja, das Rauschen ist ja trotzdem noch da. Das heißt, dieses Rauschen, das sind die Fehler, die wir trotzdem machen. Zwangsläufig. Es kann sein, dass bei einer bestimmten Objektgattung die menschlichen Experten mehr Fehler machen, als die Wahrheit sagen. Kann passieren. Das heißt, hier würde der Base-Klassifizierer die Mehrheit der Objekte falsch einschätzen. Es kann sein, dass, wie gerade auch erwähnt, zwei Objekte verschiedener Klassen auf dieselbe Klasse zugeordnet werden. Die Mehrheitsklasse gewinnt beim Base-Klassifizieren. Nichtsdestotrotz, Sie können keine bessere Entscheidung treffen als diese. Sie können nur die Wahrscheinlichkeiten maximieren. Ansonsten müssen Sie Modellwelt verlassen, in die reale Welt zurückkehren und die Menschen fragen, ob sie nicht eine genauere Antwort geben können. Das heißt also, wir machen Fehler. Unvermeidbare Fehler. Das nennt man Base-Error, der hier definiert ist. Analog zu zuvor. Diesen Fehler können Sie nicht unterschreiten. Mit keinem Modell der Welt. Beziehungsweise umgekehrt, jedes Modell der Welt ist nur so gut wie die Daten, die es zur Verarbeitung bekommt, zum Erlernen bekommt. Sobald Sie sich in der Modellwelt bewegen, Sie haben Ihre Daten in die Modellwelt abgebildet, die Experten haben ihre Meinung abgegeben mit Rauschen und sie haben sich für das eine oder für das andere Modell geschrieben, die Daten definieren, wie ihr Fehler sein wird im Optimalfall. Deswegen hat dieser Fehler auch kein Argument. Ist nicht von einer Modellfunktion abhängig, sondern nur von der besten Modellfunktion, die man bauen kann, hier durch den Stern symbolisiert. Wir haben uns ein paar verschiedene Wahrscheinlichkeiten, die man in dieser gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung messen kann, angeschaut. Und ich gehe jetzt hier noch einfach mal ein bisschen schneller drüber. Einerseits die einzelne gemeinsame Wahrscheinlichkeit für x9 und c3 ist einfach die Wahrscheinlichkeit, die jetzt diesem einen Quadrat hier in dem Karree zuordnet ist. Also es ist schon irgendeine Zahl, es ist keine Farbe natürlich, aber in dem Fall wäre es halt die 0, weil dort offensichtlich ein weißes Feld ist. Die Randwahrscheinlichkeiten habe ich erwähnt. Das sind die px1 bis xn, genauso pc1 bis ck und
Diese nennt man auch prior probabilities. Und dann abhängige Wahrscheinlichkeiten, die wir definieren können anhand unserer Kenntnis der Randwahrscheinlichkeit, nämlich die Wahrscheinlichkeit dafür, das Eintreten einer Klasse abhängig von einem zuvor schon eingetretenen Ereignis für ein Objekt X4 oder die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines bestimmten Objektes, des Objektereignisses gegeben, dass eine bestimmte Klasse vorausgesetzt wird. Das heißt hier, um diese Wahrscheinlichkeit PC gegeben X4 auszurechnen, müssen Sie durch die Prior Probability durch P von X4 teilen, wie es in den abhängigen Wahrscheinlichkeiten definiert ist. All das steht hier auch nochmal. Wie gesagt, das ist jetzt nicht notwendigerweise intensiver Gegenstand, aber Sie sollten sich diese Wahrscheinlichkeiten schon vergegenwärtigen. Auch verschiedene Zusammenhänge sind hier nochmal illustriert und dargestellt, wie das Ganze nochmal auf das Wahrscheinlichkeitsmaß abgebildet wird, welche Ereignisse dahinter stehen und auch Kurzschreibweisen, die äquivalent sind. Gut, man nennt, wenn man die Wahrscheinlichkeit der Klasse gegeben x ausrechnet, diese abhängige Wahrscheinlichkeit, nennt man diese Wahrscheinlichkeit Conditional Class Probability. Also die Class Probability soll ausgerechnet werden und die wird konditioniert mit einem Feature-Vektor in dem Fall. Umgekehrt, wenn wir die Wahrscheinlichkeit für x gegen c ausrechnen wollen, nennt man das Class Conditional Probability. Ist ein Unterschied, leicht zu verwechseln. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Sie das gesehen haben. Genau, die gemeinsame Wahrscheinlichkeit, die kann man auch anhand einer abhängigen Wahrscheinlichkeit ausrechnen unter Kenntnis des Trials. Das ist dann hier nochmal zu sehen. Insbesondere nennt man halt in dem Zusammenhang P von X den Prior der gemeinsamen Wahrscheinlichkeit. Und das kann man auch umdrehen, nicht nur für diese Art gemeinsames Ereignis, sondern auch genau umgekehrt, dass P von C der Prior wird. Das heißt, diese Einzelwahrscheinlichkeiten sind die Priors oder die werden so genannt. Und dann gibt es noch zwei weitere Begriffe. Das ist einerseits die Likelihood und die Posterior Probability. Mit Likelihood werden Wahrscheinlichkeiten bezeichnet für Ereignisse, die schon eingetreten sind. Und mit Probability werden üblicherweise Wahrscheinlichkeiten bezeichnet für Ereignisse, die noch eintreten werden, vielleicht, oder die man vorhersagen möchte. Das ist ein Unterschied, der in der Wahrscheinlichkeitstheorie gemacht wird. Und in der Bayes-Klassifikation wird insbesondere gesagt noch, dass die Wahrscheinlichkeit für PC von X gegeben, die Likelihood für PX gegeben C, nicht PC von X, sondern Entschuldigung, PC gegeben X, wird in der Bayes-Klassifikation Posterior Probability oder a posteriori Wahrscheinlichkeit genannt, wenn P von X gegeben C als Likelihood gegeben ist. Dann nochmal zur Illustration des Zusammenhangs des frequentistischen Ansatzes zum Bayes-Ansatzes und dass hier tatsächlich ein sehr direkter Zusammenhang besteht. Beides untereinander gestellt. Sie sehen oben nochmal den Plot, den Sie ja schon am Anfang der Vorlesung gesehen haben. Hier zwei Mengen von Objekten, die man perfekt separieren kann, mit nur einer einzigen Gerade im zweidimensionalen Feature-Raum. Man spricht von linearer Separierbarkeit. Und gleichzeitig eingezeichnet die Häufigkeitsverteilung, hier angedeutet durch Schattierung der Plus und Minus, mit der verschiedene Objektrepräsentationen vorliegen. Diese Verteilungen, klassenspezifisch, sind dann auch nochmal unten in dem etwas reduzierten Karree, weil wir ja nur zwei Klassen hier betrachten, in der binären Klassifikation, auch nochmal dargestellt. Wie gesagt, hier dunkler ein Quadrat, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Und das kann man auch plotten, das sähe dann eventuell so aus. Sie sehen, dass der Erwartungswert für P von C2 größer ist als der Erwartungswert für P von C1 bezüglich der abhängig von den Objekten. Und das liegt einfach daran, dass wir eine Imbalance haben zwischen der positiven und der negativen Klasse. Sie sehen das hier am Rand. Die Prior-Wahrscheinlichkeiten sind klar, für PC1 ist kleiner als für C2. Das heißt, hier haben wir auch ein paar weniger Objekte als hier. Die Imbalance von Klassen spielt eine Rolle in der Praxis und macht oft Probleme beim Lernen. Wir können das allerdings wegnormalisieren, indem wir die
Entschuldigung, ich überspringe das alles ein bisschen. Wir können das wegnormalisieren, indem wir die Class Conditional Probabilities verwenden. Das, was ich übersprungen habe, ist jetzt einfach noch, auch, dass natürlich auch eine Entsprechung für die Diskriminationslinie in diesem generativen Raum, der unten durch die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung angedeutet ist, existiert. Wir können eine direkte Übertragung von Objekten auf die Prior-Wahrscheinlichkeiten durchführen und die Linie im Endeffekt auch einzeichnen als die Linie, die zwischen den beiden, die zwischen den beiden Erwartungswerten gezogen werden kann, sodass die Wahrscheinlichkeiten beider Verteilungen möglichst gering sind. Das heißt, man versucht an dieser Stelle den Fehler zu minimieren. Wir haben hier eine perfekte Separierbarkeitssituation. Das bedeutet, wir haben hier eine Linie, die wir so bei beiden Verteilungen auf quasi Null ziehen können. Aber in der Realität, wie gesagt, haben wir Labelrauschen. Das bedeutet, diese beiden Verteilungen, die wir hier sehen, hier nochmal etwas größer dargestellt, damit man es ein bisschen besser sehen kann, die werden sich wahrscheinlich irgendwie überlappen. Und das ist auch nochmal eine Illustration des Bayes-Fehlers. Sie können, wenn Sie jetzt zum Beispiel bezüglich eines Features, das Sie definiert haben für ein Objekt, diese Verteilung bezüglich der Klassen plotten, dann können Sie diese Verteilung sichtbar machen in Ihren Daten und sehen, wie weit liegen die Erwartungswerte auseinander und wie viele Objekte gibt es, wo die Wahrscheinlichkeit sowohl für die eine als auch für die andere Klasse gemäß des Feature-Wertes verschieden von 0 ist. Dieses Minimum der beiden Verteidigungen, das strebt der Bayes-Klassifikator an. Für dieses Feature oder wenn Sie mehr Features haben, natürlich für alle Features. Okay. Dann fahren wir jetzt fort mit der Frage, wie können wir jetzt eine Schätzung des wahren Fehlers vornehmen? Auf Basis der probabilistischen Definition des wahren Fehlers. Dafür müssen wir ein Experiment durchführen. Das Experiment sieht folgendermaßen aus. Wir haben eine Menge von Beispielen D und das ist gemäß der traditionellen Formalisierung, die wir haben, einfach das kartesische Produkt aus x und c, beziehungsweise eine Teilmenge daraus und für jedes Beispiel haben wir die Klasse gegeben. Es gibt einen auf D trainierten Klassifizierer y, eine Modellfunktion und wir haben die Definition des wahren Fehlers. Der die Performance oder insbesondere die Effektivität der Modellfunktion auf x angeben soll, wenn man sie in der Realität, das heißt in der realen Welt, einsetzt, ohne sie zu überwachen. Was können wir also jetzt über diesen wahren Fehler aussagen? Dazu zunächst, bevor wir dann einsteigen in einzelne Schätzmöglichkeiten, die wir haben, drei werde ich Ihnen zeigen, die Übersicht über diese drei Schätzmöglichkeiten. Sie sehen da in der halb rechts auf der Folie den wahren Fehler. Den gilt es zu schätzen. Und wir haben drei Schätzmethoden, die sehr weit verbreitet sind und die Sie unbedingt kennen sollten, nämlich den Trainingsfehler, den Holdout-Fehler, dazwischen den Cross-Kreuzvalidierungsfehler oder Cross-Validation-Error. Und die Erwartung ist üblicherweise, dass diese Schätzer den wahren Fehler unterschätzen. Das heißt, egal mit welcher dieser Verfahren Sie den Fehler schätzen, Sie werden den wahren Fehler, der wahre Fehler wird wahrscheinlich ein bisschen größer sein, wenn Sie das Verfahren auf die Welt loslassen. Das müssen Sie einkalkulieren. Es gibt Ausnahmesituationen, bei denen diese Fehlerschätzungen für Holdout-Fehler und Kreuzvalidierungsfehler größer sind als der wahre Fehler. Das kann passieren in verschiedenen Kombinationen von Klassen, Class-Imbalance und so weiter. Aber darauf gehen wir jetzt hier nicht ein. Die Ordnung dieser drei Fehler bezüglich der Frage, wie stark sie im Verhältnis zueinander den wahren Fehler unterschätzen, ist empirisch, nicht formal zu aufzufassen, aber häufig so anzutreffen.
Der Trainingsfehler, den ich Ihnen zeigen werde, den ich als erstes zeigen werde, der wird wahrscheinlich dramatisch den wahren Fehler unterschätzen. Der Holdout-Fehler ist an sich der Fehler, den man am besten schätzen sollte. Und man kann aber auch in bestimmten Situationen eine Kreuzvalidierung durchführen und diesen Schätzer heranziehen. Gut. Genau. Vielleicht noch als weiterer Hinweis, wenn wir den wahren Fehler besser schätzen wollen, also wenn wir näher an den wahren Fehler herankommen wollen mit unserer Schätzung, haben wir eigentlich nur einen Weg. Wir müssen die Menge der Beispiele, auf deren Basis wir das Experiment durchführen, vergrößern. Und die verschiedenen Schätzer erlauben uns auch eine Aussage über ein häufig gesehenes oder gelegentlich zumindest gesehenes Verhalten von Klassifizierungsverfahren, nämlich das Overfitting. Overfitting bedeutet, salopp gesagt, zu viel auswendig lernen, zu wenig Generalisierung. Und auswendig lernen bedeutet, dass die Modellfunktion eher die Beispiele auswendig gelernt hat und dann auch ungesehenen Beispielen nicht mehr so gut funktioniert. Wohingegen wir eigentlich eine Situation anstreben wollen, dass wir mit unserer Schätzung möglichst, beziehungsweise mit unserem Training der Modellfunktion möglichst nahe oder einen möglichst generalisierbaren Klassifikator erzeugen wollen. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Da oben ist eine Frage. Ich wollte euch auch fragen, wenn Sie auch näher dann erklären, was genau so cross-relation und Ja, die einzelnen drei Fehlergattungen, die werde ich jetzt einzeln vorstellen. Das war nur, dass Sie eine Übersicht haben. Okay. Noch eine Frage? was bedeutet dieses kleine Zeichen der Bildung? Ach so, ja, das ist im Prinzip das kleine Zeichen, aber ungefähr gleich kann es auch sein. Also ist so wie ein gleicher Zeichen, das geschwungen ist, sagt er auch ungefähr gleich. Also das soll das andeuten im Endeffekt. Das hängt ein bisschen davon ab. Okay, weitere Fragen, wenn wir schon dabei sind. Gut. Dann fangen wir an mit dem einfachsten Fall, dem Trainingsfehler. Da gibt es nicht viel zu tun. Wir trainieren und dieses Schema hier, das prägen Sie sich auch vielleicht ein. Wir haben jetzt unsere Beispielmenge D, die ist hier durch die weiße Box definiert. Und wir nehmen